Hallo und herzlich willkommen wieder einmal in der Welt von Evoland. Wir starten dort, wo wir letzte Folge aufgehört haben. Mal wieder. Also quasi wie immer. In der letzten Folge haben wir uns ausgerüstet. Schwert und Kupferrüstung. Und haben eigentlich nur gekämpft. Nur gekämpft. Und uns damit eine seltene Karte kaufen können, mit dem Geld, was wir durch die Kämpfe verdient haben. Und, ach ja, und wir haben jetzt eine Begleitung, eine adrette Dame, die Caeris, oder Caeris, oder wie auch immer man die ausspricht. Ich habe keine Ahnung, wie man die ausspricht. Ich spreche sie einfach immer, wahrscheinlich immer anders aus. Aber was soll's. Die ist jetzt immer mit dabei, das ist eine Art Heilerin. Und ja, der sollen wir helfen, ein Heldenkristall aus dem Dungeon, aus der Höhle im Norden zu beschaffen. Und ja, das tun wir jetzt. Wir hatten noch so ein kleines Versteck hier unten links irgendwie gefunden, hatten das noch erkundet und ja, dann starten wir doch jetzt einfach mal, indem wir den Emok besiegen. Dann in die Höhle gehen. Höhle. So, die Kristallhöhlen. Ach ja, wenn mich nicht alles täuscht. Genau, quatscht sie jetzt mit uns. Ah, wir müssen den Kristall finden. Seine Kraft kann eure Wahrnehmung der Welt verändern. Und mit ihm könnt ihr das Böse, das mein Dorf bedroht, bekämpfen. Übrigens fällt mir gerade auf, dass ich nie gefragt habe, wie er heißt. Ja, Klink. Ja, wollen wir Klink heißen? Nee, ich würde sagen, ja, heißen, oder ich heiße ja immer noch Skylife, also gucke ich mal, ob das vielleicht passt. Na, Skyly. Das ist ja richtig, ist Skyly geil. Ja, ich... So, jetzt. Jetzt haben wir das auch, Skylife. Freigeschaltet, ein Name! Endlich merkt das Mädchen, dass ihr ein echtes menschliches Wesen seid. Ja, es wurde aber auch Zeit. So. So. Ja gut, dann gucken wir doch zuerst mal hier unten links. Und wie wir sehen, sehen wir nichts. Na gut. Dann gehen wir den einzigen Weg, den wir gehen können. Und haben die Höhlenmonster freigeschaltet. Hoppla, die Höhle scheint bewohnt zu sein. Echt? Oh. Zufallskämpfer. Wer hätte das gedacht? Oh, der scheint etwas mehr auszuhalten. Ach ja, und die Caeris, die ist einfach tierisch schlecht im Kampf. Einfach tierisch schlecht. Und ja, gut. Wir gucken jetzt erstmal hier links. Und laufen in eine Sackgasse. Toll. Fängt ja wieder gut an. So, triff. Triff. Tot. Ja. Super. Erster Weg, den wir gehen und eine Sackgasse. Der zweite Weg, den wir gehen und eine Sackgasse. Ich glaube, das wird in dieser Höhle noch ein bisschen schlimmer werden. Und normalerweise habe ich einen guten Orientierungssinn, aber es kann passieren. Beim ersten Mal, als ich das hier gespielt habe und an dieser Stelle war, habe ich so ein bisschen den Überblick verloren. So, wir finden erstmal wieder einen Trank. Und Cobra Zero. Ja. Wahrscheinlich auch Zero was drauf. Ein Trank! Mensch, ich benutze die Tränke eigentlich nie. Ich könnte eigentlich mal einen Trank schmeißen. Aber nicht in diesem Kampf. Das lasse ich mal immer die Caeris machen, denn ja. So, Gegenstände. Denn die hat ja sowieso keine Angriffskraft.
Dann kann ich wenigstens immer mal ein bisschen draufhauen. So. Dann sind die Gegner mal recht schnell, recht fix besiegt. So. Gehen wir mal hier hoch und gehen nach rechts und sehen eine Truhe. Ah, an die Truhe würde ich doch ganz gerne ran. Ah ja. Ey. Da hat die mich einfach angegriffen. Und sehen, die Truhe ist versperrt durch Felsblöcke oder Brocken. Na gut, dann gehen wir in die andere Richtung und... der Nebel verdichtet sich. Daneben... bin ich heute wieder blind. So. Besiegt. So, eine Truhe, was ist hier drin? Erfahrungspunkte, hey, endlich! Jetzt bekommt ihr fürs Kämpfen EP und steigt zu neuen Stufen auf. Jetzt lohnen sich die Kämpfe wenigstens auch mal richtig. So. Simon, das Vieh. Und eins. Ja, die macht ja mächtig viel Schaden. Skylife hat Stufe 2 erreicht. Sein Wert für Angriff wurde erhöht. Keres hat Stufe 2 erreicht. Ihr Wert für Verteidigung wurde erhöht. Ja. Ach ja, und hier ist so eine kleine Geheimtür. Habe ich beim ersten Mal auch nicht gesehen. Habe ich erst gemerkt, als ich... Oder habe ich erst herausgefunden, als ich im Internet nachgelesen habe. Oder durch Zufall irgendwo mal einen Bericht darüber gelesen habe. Und da wurde halt... Hey, ein Stern. Da wurde halt auch erzählt, dass... In dem Browser-Game, was man ja kostenlos spielen kann, dass es dort Geheimgänge gab, die man zwar, also die man nicht gesehen hat, aber man konnte halt manchmal durch die Wand laufen. Ja, habe ich natürlich hier auch gesucht, weil ich ja auch die auch möglichst 100% haben wollte und die Sterne gesucht habe und nicht zufällig auf den Gang gestoßen. So, hatte. So, sehen wir eigentlich irgendwo, wie viele Erfahrungspunkte wir noch brauchen? Nee, ne? Ach, super. Na gut, dann gehen wir mal weiter und gehen hier runter. Tun uns noch die Truhe oder gucken, was in der Truhe drinne war. Kannst mal angreifen. So, Skelefer hat Stufe 3 erreicht. Sein Wert für Verteidigung wurde erhöht und Kaeris hat jetzt eine mächtigere Magie. Bisschen trainiert. Scheint so. So. Bam, bam. 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 So. Hey, noch ein Stern. Boah, damit haben wir schon 6 Sterne. 6 von 30. Ich bin begeistert. Läuft ja momentan noch wie am Schnürchen. Bin mal gespannt, wann ich zu einer Stelle komme, wo ich wieder etwas Probleme habe. Oder meistens ja, weil es, ja, weil ich unfähig bin, Gegnern auszuweichen und dann sterbe. Aber jetzt kann ich ja wenigstens einmal getroffen werden und sterbe nicht direkt. So, gut. Nächste Kiste. Lebensquell! Etwas frisches Wasser heilt vielleicht eure Wunden. Ja, das ist, das wurde aus dem Wasserfall, aus der Quelle, ein Lebensquell. Ein Brunnen. Bin ich jetzt blind? Eins? Was soll das? Stirb, du Schlange. Kobra. So. Eure Trefferpunkte wurden wiederhergestellt. Spiel speichern? Ja, das sind die Speicherpunkte in den Dungeons. Und ja, ich würde sagen, das war's auch schon wieder von meiner Stelle. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Immer wieder gerne Kommentare gesehen. Bis jetzt hat sich ja zwar noch keiner gemeldet, aber ich bin ja auch ein bisschen am Vorproduzieren und ja, gut. Bin gespannt. Ich hoffe, es gefällt euch. Bis zum nächsten Mal. Tschö mit Ö.